Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve eshabi ecmain. Lob sei dem Herrn der Welten, dem Gnadenreichen und Barmherzigen, dem Herrscher am Tag des jüngsten Gerichtes. Ich übersende Grüße im Namen Allahs an alle Propheten, von Adam bis Abraham, von Moses bis Jesus und allen weiteren dazwischen bis zum letzten der Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Gottes Frieden, Gnade und Segen auf Sie alle. Gottes Frieden, Gnade, Barmherzigkeit und Segen auf uns alle. Liebe Bremerhavenerinnen und Bremerhavener, aus Erde und Wasser erschuf der Herr uns alle als Nachkommen Adam und Evas, als Völker, auf die wir die Welt besiedeln, uns kennenlernen und miteinander auskommen und wetteifern in der Frömmigkeit und Nächstenliebe. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit großer Sorge und Beunruhigung verfolgen wir die Ereignisse in den letzten Jahren, sowohl in der islamischen Welt als auch in anderen Regionen der Welt. Obwohl sich die islamische Welt auf der einen Seite im Wirbel der Armut, Unrechtmäßigkeiten, sozialen Ungerechtigkeit und Einkommensungerechtigkeiten zappelt, versucht sie auf der anderen Seite mit starr und engstirnig ausgelegten neuen Interpretationen des erhabenen Islam als basisnehmenden und neu aufkeimenden Bewegungen fertig zu werden. Vom Osten bis zum Westen, vom Norden bis zum Süden ist jeder Punkt der islamischen Welt verwundet. Bedauerlicherweise erleidet die islamische Welt ein schweres Trauma mehr denn je, durch die Rückständigkeit im materiellen und technologischen Bereich als aufgrund der Entfremdung von der eigenen Religion und durch intolerante Auffassungen, die den Islam als starres Dogma und nicht den Islam als guten Charakter verstehen. Allen voran in den europäischen Ländern, worum wir leben und auf der ganzen Welt, gefährden diskriminierende Handlungen jeglicher Art und daran gebundene Angriffe auf die Meinungen, den Glauben und die Gebetsstätten das Klima des Friedens, der Toleranz und Nachsicht, das die Menschheit mit großer Mühe aufgebaut hat. Heutzutage erlebte und niemals vom Islam zu akzeptierende Ereignisse und Terrorangriffe fügen einerseits den Muslimen und dem Islam Schaden zu, die das Islambild in den Köpfen und die Sympathie zum Islam zunichte machen. Andererseits wird die Sicherheit der über 30 Millionen Muslime in Europa und die Kultur des Zusammenlebens gefährdet. Die Nachbarschaft und die Begegnung mit den Nachbarn wird erschwert. Wir dürfen uns, egal von welchen Extremisten, keinen Keil in unsere gesellschaftliches Zusammenleben treiben lassen. Wir dürfen uns nicht instrumentalisieren lassen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt kann sich nur auf die Basis eines gemeinsamen, demokratiekonformen Konsens stützen, der Rücksicht und Solidarität, Akzeptanz und gegenseitigen Respekt nährt. Vor Jahren wurde die Angst vor dem Islam geschürt, heute ist es schon Hass, was wir täglich sehen müssen. Alleine können wir dies nicht besiegen. Dieses geht nur zusammen, Hand in Hand, gemeinsam und nur gemeinsam. Heute vor 40 Jahren, an diesem Ort genau, begegneten sich das Christentum und der Islam. Als die Muslime hier ankamen und keinen Raum hatten, um ihre Feiertagsgebete abzuhalten, wurde seitens dieser Kirche der Gemeindesaal zur Verfügung gestellt. Hier umarmten sich damals schon das Christentum und der Islam in Bremerhaven. Heute leben ca. 7000 Muslime verschiedener Herkunft in unserem schönen Bremerhaven. Die Migranten leisten seit 1950 Tag für Tag ihren Beitrag, sei es damals im Wiederaufbau des wirtschaftlichen Aufschwungs, sowie kulturell und im Sozial- oder Wohlfahrtswesen. Heute gibt es zig ausländische Vereine und Institutionen, Kaufleute und Akademiker, Moscheegemeinden und Kultureinrichtungen, die täglich ihren Beitrag für eine friedvolle, tolerante Gesellschaft leisten. Wie auch seit 2013 die Gründung des Runden Tisches der Religion in Bremerhaven. Diese besteht aus insgesamt 7 Kirchengemeinden, 3 Moscheegemeinden und der Synagoge in Bremerhaven. Gemeinsame Aktionen wie interreligiöses Chor, Kundgebungen wie Religion für Frieden sind einige, um diese zu nennen. Auch in Zukunft werden wir diese weitergehen. Auch möchten wir gerne einen festen Tag wie einen Tag der Religion in Bremerhaven etablieren, dessen Anfang wir auch wegen dem geschichtlichen Hintergrund hoffentlich hier in der großen Kirche machen werden. Liebe Brüder und Schwestern,
Vorurteile werden nicht abgebaut, indem man auf die Straße geht und sich von Rechtspopulisten oder Rechtsgesinnten sowie Extremisten, egal welche Richtung, instrumentalisieren lässt. Vorurteile werden nicht abgebaut, indem man anonym oder öffentlich im Netz, in den sozialen Medien oder auf der Straße Hetze betreibt und Menschen gegeneinander aufstachelt, Unwahrheiten oder falsche Tatsachen verbreitet. Angst und Vorurteile werden abgebaut, indem man aufeinander zugeht und in Dialog tritt, sich kennenlernt und gemeinsame gesellschaftliche Interessen vorantreibt. Lassen Sie uns gemeinsam Hand in Hand für gesellschaftlichen Frieden, für soziale Gleichberechtigung und Teilhabe, für eine starke Gemeinschaft und eine starke Stadt, für eine bessere Welt einstehen. In diesem Sinne teile ich die Aussprache der jüngsten Zeit. Wir sind Charlie, wir sind Ahmed, wir sind Bremerhaven. Ich möchte meine Ansprache beenden mit den Worten des vom Koran inspirierten türkischen Dichter Yunus Emre. Ich bin nicht gekommen um der Klage willen. Meine Sache ist die Liebe. Die Herbergen von Freunden sind die Herzen. Ich bin gekommen, um Herzen zu gewinnen. Danke.